Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Eigentlich, sag ich halt immer an, ist heute mein Tag, wo ich 14 Kilometer so Wettkampftempo laufen soll. Ich bin seit 2 Tagen wieder in Deutschland. Es ist scheiße kalt. Es gibt gar keinen anderen Ausdruck. Es sind, glaube ich, 4 Grad, 5 Grad, 6 Grad. Es ist auf alle Fälle scheiße kalt, deswegen habe ich meinen Windbreaker an. Aber mir tun die Knie verdammt weh. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin jetzt 6 Kilometer gelaufen, bin jetzt wieder umgedreht. Keine Ahnung, was ich machen soll. Es tut echt scheiße weh. Die Knie tun richtig weh. Wenn ich gehe, dann geht es, sobald ich ins Laufen komme. Und es hat gerade angefangen, direkt relativ zeitnah nach dem Laufen. Und ich dachte so, okay, komm, es ist draußen kalt, die Knie müssen erstmal warm werden. Und es wird gerade schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ey, ich habe in einer Woche diesen Wettkampf und ich habe keine Ahnung. Alright, Kilometer 8. Ich habe abgebrochen. Ey, das ist alles hier. Es tut so weh. Ich habe jetzt schon versucht, Dehnungsübungen zu machen, meine Knie zu rotieren, alles. Das ist wirklich gerade, ich laufe wie auf Eiern. Ich habe keine Ahnung, wenn ich mal gerade, wie ich nach Hause kommen soll. Ja. So viel dazu. Ich melde mich die Tage wieder und gucke, wie es weitergeht. Alright, ich mache jetzt nochmal den wöchentlichen Speiseplan. Das hilft mir immer so ein bisschen dabei, so meine Planung zu machen, was esse ich wann. Und viele sagen ja immer, ne, vor dem Wettkampf und so weiter und so fort, ganz viel Pasta und ganz viele Kohlenhydrate essen. Und ich muss dazu sagen, ein ganz kleines bisschen werde ich das auch machen, aber eher wirklich so die 1-2 Tage wirklich vor dem Wettkampf. Hängt einfach damit zusammen. Ich habe ja die ganze Zeit jetzt einfach, um Gewicht abzunehmen, so ein bisschen so ein Kaloriendefizit gelebt, was halt einfach wirklich bei so einem Wettkampf dann nicht wirklich hilfreich ist. So, deswegen wird es geben, zum Beispiel Kartoffelgratin, dann machen wir Gemüseauflauf, dann gibt es Tiefkühl-Veggies, wenn es mal schnell gehen muss. Ansonsten finde ich es immer ganz cool. Ich habe so verschiedene Kochbücher und dann setze ich mich wirklich irgendwie sonntags dahin und gucke dann einfach immer mal so durch, worauf, oh, das sieht auch lecker aus, worauf ich dann Lust habe. Und das inspiriert mich dann immer sozusagen dann für den Speiseplan. Und dann gehe ich zweimal die Woche die ganzen Sachen einkaufen und dann hat sich nämlich die Sache erledigt. Ja, Kartoffelchart mit Knusperkichererbsen. Mmm, lecker! Jetzt kriege ich wieder ein bisschen Hunger hier. Ich werde auf gar keinen Fall, was ich machen werde, glaube, meine Ernährung jetzt nochmal kurz vorm Wettkampf umstellen. Weil ich weiß jetzt, okay, was funktioniert mit meinem Magen, was funktioniert vom Laufen, was funktioniert danach, worauf habe ich Hunger, was will mein Körper. Und ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche Experimente machen und sagen, oh, jetzt irgendwie hier Kartoffeln mit Magerquark oder sowas. Einfach nur, weil so, don't change your running system, ne? Also wenn es funktioniert und wenn das gut tut, dann belassen wir das dabei. Ja, und dann, hier steht es schon, Freitag, es geht los nach Italien. Ich bin gespannt. Alrighty, so, einkaufen und wir haben uns später wieder. Jetzt befinde ich mich ja mittlerweile kurz vor dem Wettkampf und alles, was ich immer nur noch so aus der Sportlerriege höre, ist das Wort Tapering. War für mich was komplett Neues. Ich habe zuerst gedacht, das
ist so schön witzig. Kennt ihr diese Tapes, die man sich manchmal aufklebt, weil man irgendwie zum Beispiel Verspannungen hat oder sonstige Sachen? Ich dachte, das bedeutet, dass man sich irgendwo irgendwelche Klebestreifen hinkleben muss. Aber nein, Tapering bedeutet nämlich was ganz anderes. Nämlich, Tapering bedeutet, dass Training unmittelbar vor dem Wettkampf herunterzufahren. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass man halt einfach vorher auch richtig ordentlich trainiert haben muss. Das heißt, so wie bei mir jetzt zum Beispiel, jetzt ist der Wettkampf in dieser Woche. Das heißt, in dieser Woche mache ich jetzt eben nicht mehr so lange Läufe oder so schnelle, super Sprints irgendwie dazwischen, sondern man geht das Ganze ein bisschen gemächlicher an. Aber davor die Woche, ne, so 9 bis 10 Tage vor dem Wettkampf, muss man nochmal richtig ordentlich reinhauen. Das heißt, da hatte ich einen 18-Kilometer Lauf, einen 14-Kilometer Lauf und ich hatte auch noch zusätzlich einzelne Sprinteinheiten gehabt. So, das bedeutet also wirklich dieses Thema vorher wirklich nochmal richtig reinhauen. Ich muss dazu gestehen, ich laufe jetzt den Halbmarathon, 21, irgendwas Kilometer. Ich bin noch nie 21 Kilometer gelaufen. Ich bin jetzt zwar schon mal 18 gelaufen, zweimal, aber ich bin noch nie 21 gelaufen. Also that's gonna be a new one. Das wird jetzt wirklich neu werden. Das wird was anderes werden. Das Wichtige ist, dem Körper Signale zu senden, dass da jetzt noch was kommt. Das bedeutet, wenn ihr also in der Woche vor dem Wettkampf absolut runterfahrt und am Ende denkt der Körper so, ach ja, das ist schön, es wird auch noch draußen schön kalt und es wird dunkel, dann gehe ich doch jetzt mal in Richtung Winterschlaf. Das ist natürlich dann falsch, weil genau das wollen wir ja natürlich nicht. Wir müssen dem Körper Signale senden und zeigen, hey, pass mal auf, da kommt noch was. Du musst noch angreifen, das steht alles noch total bevor. Das ist halt super, super wichtig. Deswegen muss man da wirklich ganz gezielt Akzente setzen, damit der Körper weiß, jetzt noch nicht in Winterpause gehen, da kommt noch der Knaller sozusagen. Und ich habe jetzt mal geschaut, zum Beispiel bei mir, ich habe jetzt hier meinen Trainingsplan, zum Beispiel bei mir in der Woche davor, ne, also der, sozusagen die 2 Wochen vor dem Wettkampf, hatte ich einen 18-Kilometer Lauf. Das war sehr schön, weil den konnte ich dann nämlich noch in L.A. machen. Und dann am Sonntag nochmal die 14 Kilometer. Das heißt, der Körper hat da in der Woche ordentlich zu tun gehabt. Plus, ich hatte in der Woche, glaube ich, nur 1 oder 2 Tage Pause. Und das andere waren auch alles langsame Dauerläufe, manchmal auch eben mit ein paar Intervallen drin, die dann sozusagen, ne, also der Körper, der hat in der Woche ordentlich zu tun gehabt. Ne? Also wenn man überlegt, die 18 plus die 14, sind wir schon mal bei 32, dann hatten wir nochmal 3 andere Läufe. Also da kommt man schon gut so auf seine 60 Kilometer in der Woche. Ne? Das heißt, da hat dann der Körper schon ordentlich ein Signal bekommen. So, da sind wir, wie gesagt, knapp 18 gelaufen, hat ungefähr gedauert knapp unter 2 Stunden. Das war aber ein langsamer Dauerlauf. Das bedeutet, ich bin da wirklich langsam gejoggt, sodass man sich auch wirklich, glaube ich, noch easy schön eine Unterhaltung eben machen kann. Hier steht auch hier ein neuer persönlicher Rekord. Wahrscheinlich, weil es die längste Strecke war, die ich bisher gelaufen bin. Und man sieht ganz schön hier, das war dann sozusagen die Strecke in Hollywood gewesen, die ich da gelaufen bin. Und ich liebe diese App. Das ist in Verbindung zusammen mit meiner Garmin-Uhr, weil du siehst halt, welche Strecken, welche Kilometer du schneller oder langsamer gelaufen bist zum Beispiel. Du siehst zum Beispiel, der Durchschnittspace war ein 6,30er Schnitt gewesen, die beste Pace waren sogar 4 Minuten. Wir sehen so die Herzfrequenz, wo die war, wo die im Durchschnitt lag. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, wir sehen, ob wir im aeroben oder im anaeroben Bereich gerannt sind. Und das habe ich euch ja auch schon mal erzählt, da könnt ihr auch gerne nochmal zurück zu dem Video, wo ich bei der Leistungsdiagnostik war. Das heißt, wir wollen also versuchen, in der Zeit, auch gerade vor dem Wettkampf, also in der einen Woche davor, eher sozusagen in dem Easy-Modus zu rennen. Also sprich, wir rennen hier im aeroben Modus und nicht im anaeroben Modus. In der Woche des Wettkampfes, wir haben Pause, 30 Minuten langsam laufen, langsamer Dauerlauf, 50 Minuten, dann 70 Minuten, dann haben wir den Reisetag nach Italien, dann machen wir abends nur einen Spaziergang und dann der Tag vor dem Halbmarathon gibt es auch nur noch einen 30-minütigen langsamen Dauerlauf mit 3x1 Minute einem Tempodauerlauf. Also alles echt ganz, ganz gemächlich. Das heißt, der Körper weiß, okay, es kommt noch was, wir halten ihn in Bewegung, aber wir überstrapazieren ihn nicht mehr. Yes, das ist der Plan. Also so viel zum Thema Tapering.
Tapering, also wirklich das gezielte Runterfahren, aber gezielt Signale setzen und nicht, dass der Körper denkt, wir gehen jetzt hier in den Winterschlaf. Und man muss, wie gesagt, davor auch ordentlich trainiert haben, damit man sagen kann, okay, man kann jetzt auch wirklich dann mal den Körper ein bisschen runterfahren. Wenn man eh schon wenig trainiert, dann das wenige Training nochmal mehr runterfahren, bringt natürlich gar nichts. Alrighty. Die krasse Morgenhektik hat gestartet, denn wir müssen in einer halben Stunde los zum Flughafen. Wir haben noch nichts gepackt gehabt. Wir packen jetzt gerade alles. Und ich hoffe, ihr kennt ja, wie das ist, ne? Man fliegt. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Hier ist mein Buch. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich habe meine Schuhe. Ich habe Sporthose. Ich habe zwei Stück, die will ich nochmal ausprobieren, welche ich besser mag. Zwei Sport Tops, die will ich auch mal ausprobieren, eine Windfängerjacke und dann habe ich hier so alles mögliche drin mit meine Vitamine, meine Sport, meine Laufuhr, mein Laufgurt, da noch ein bisschen Tigerbalm, weil ey, you never know, wenn es dann doch vielleicht mal weh tut. Kopfhörer, ganz wichtig, weil ich werde definitiv, voila, geht nicht zu, definitiv mit Kopfhörern laufen. Wir fliegen Handgepäck, deswegen einmal alles bitte in so eine Tüte rein. Abschminktücher, Kabelkram, weil ein bisschen arbeiten werde ich auch. Und dann haben wir hier, ja, Handy, Laptop, das muss da alles noch rein. Und hier haben wir einmal, weil die Kinder kommen ja nicht mit. Die Kinder, die werden ja ausquartiert. Die haben so einen riesengroßen Koffer bekommen, weil da konnten wir einmal alles reinschmeißen. Kuscheltier für die Große, die wollte den unbedingt mitnehmen, das ist ihr Lieblingskuscheltier. Und die linke Seite ist für den Kleinen. Alright, ich muss mich beeilen. Okay, Sachen sind alle gepackt, Auto ist jetzt geparkt, ich sitze jetzt hier im Bus und jetzt geht's weiter zum Flughafen, am Shuttle. Ich bin hier schon gute Laune angesagt, denn hier läuft Musik, weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Werden wir jetzt schön noch zwei Tage verbringen bis zum Wettkampf. Morgen Startnummern abholen. Let's see. Oh, das ist so geiles Wetter. Das ist der Hammer. Es ist warm. Es ist sonnig. Schaut euch das an. Die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Halbmarathon, würde ich sagen, oder? Also besser kann das Wetter nicht werden, würde ich sagen. Richtig gut. Es blendet sogar so dolle, dass ihr nichts sehen könnt. Uhu! Sehr schön. Und man merkt sofort, ne, das ist Wahnsinn, man merkt sofort, du bist in Italien, von den Bäumen, von den ganzen Mopedfahrern, Rollerfahrern. Deswegen geht jetzt für uns gleich erstmal eine Runde Aperitivi machen. Und Volkmar hat gesagt, ich muss ein bisschen spazieren. Deswegen glaube ich, ist das doch eine gute Möglichkeit. Oh, da unten, da laufen doch schon Leute hier. Da. Bestimmt die Konkurrenz hier unten. Die Läuferkonkurrenz. Da. Ich habe euch ja letztens erzählt, dass ich einen meiner Läufe abgebrochen habe, weil ich so dolle Knieschmerzen hatte. Und wir glauben, dass es wahrscheinlich daran liegt, ich dachte ja zuerst, es wäre die Kälte. Weil einfach, ne, bei der Kälte die Gelenkschmiere und alles, ne, auch dann nicht so alles so flüssig ist und nicht alles so flutscht. Und, aber eine andere Möglichkeit ist halt einfach auch, ich hatte ja direkt zwei Tage davor diesen Langstreckenflug gehabt, ob es vielleicht nicht daran lag, dass ich mich irgendwas eingeklemmt habe, eingequetscht habe, keine Ahnung. Und oftmals ist es ja so, dass zwar die Schmerzen dann vielleicht im Knie sind, aber gar nicht vom Knie kommen. Das heißt, die Ursache kann vielleicht irgendwo im Lendenwirbelbereich sein oder in, ne, die Hüfte oder. Aber dass sich dann der Schmerz einfach punktuell woanders bemerkbar macht. Anyhow, ich will nichts dem Zufall überlassen. Weil
Ich bin ja diejenige, die da 21 Kilometer laufen muss. Ich habe mir jetzt nochmal zusätzlich so eine Kniebandagen gekauft. Für beide Knie, die einfach, glaube ich, dem Ganzen nochmal so ein bisschen Kompression geben, nochmal so ein bisschen Spannung geben. Weil ich habe so das Gefühl, ich meine, ich habe ja jetzt hier von Null angefangen, ne? Und ich habe manchmal noch so das Gefühl, als ob ich nicht so dieses sichere, starke Auftreten in den Beinen habe. Also, dass ich manchmal einfach so das Gefühl habe, die flankern da halt einfach so ein bisschen rum irgendwie. Und ich glaube, die brauchen alle noch ein bisschen mehr Halt. Deswegen ja auch immer so wichtig, dieses Stabi-Training. Aber ich habe halt auch einfach in der Zeit, in dieser kurzen Zeit, jetzt nicht, wo ich sage, jetzt so viel krasse Muskeln aufgebaut, dass das alles schön fest sitzt. Ne? Morgen habe ich noch einen Lauf vor dem Wettkampftag, einen kurzen. Da werde ich die dann mal ausprobieren, ob die mich irgendwie nerven, ob das rumschabt oder nicht. Wenn nicht, dann ziehe ich die einfach während dem Lauf aus. Aber da ist wirklich einfach punktuell noch so ein bisschen so die Knie, die Seiten, dass das alles noch ein bisschen fester sitzt. Und ich hoffe wirklich, dass das funktioniert. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, als das mit dem Knie war, habe ich so für einen kleinen Moment gezweifelt, dass es überhaupt was wird. Weil du halt einfach, du kannst nichts machen. Wenn du Schmerzen hast, dann hast du Schmerzen. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr viel Schmerztoleranz hat. Ne? Ich meine, ich bin tätowiert, ich habe 2 Kinder geboren und. Aber das ist einfach, da kannst du nichts machen. Da ist einfach, da geht nichts mehr. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was passieren kann. Andererseits sage ich mir, okay, komm Isabella, irgendwie kommst du über die Ziellinie, wenn ich richtig jemand Huckepack. Nein. Aber wenn nicht, dann muss ich halt sehr schnell gehen, wenn es irgendwann gar nicht mehr geht. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ich habe ja jetzt nicht 5 Monate dafür trainiert, um kriechend ins Ziel zu kommen. Das ist ja auch nicht mein Anspruch. Naja. Ich hoffe, die helfen was. Ich werde nochmals ordentlich mich ausruhen. Füße hochlegen, schön viel dehnen, Stretching machen. Angst habe ich keine, weil it is what it is. Wir können es eh nicht ändern. Also es passiert, wie es passiert. Manchmal hast du auch einfach mal einen Kacktag und vielleicht läuft alles super. Vielleicht stehen die Leute am Straßenrand und ich laufe mit dem Abholspritz ins Ziel. Who knows? Wir werden sehen. Übermorgen. So, jetzt Sachen auspacken und dann noch eine Runde spazieren gehen, weil gerade jetzt nach dem Flieger und so, dass eben nicht wieder das Gleiche passiert. Schön den Körper jetzt ein bisschen in Bewegung kriegen und dann lecker essen gehen. Ich freue mich drauf. Das Harte ist ja jetzt, ich bin jetzt hier in Italien und hier gibt es so leckeres Essen und am Nachmittag gibt es hier immer Aperitivi. Und das Geile ist, du gehst hier in so ein Café, das ist so eine Art Bar-isch, und holst dir dann einen Spritz oder einen Negroni oder einen Cocktail und dann haben die immer ganz viele Leckereien dazu. Und ich habe ja noch, es ist ja, ich muss ja nicht morgen laufen, ich muss ja übermorgen laufen. Ooh, it's so good! Also heute werde ich nochmal richtig reinhauen und ich freue mich später so geil auf Pasta. Und dann morgen schauen wir dann weiter, wie dann meine Ernährung aussieht. Auf alle Fälle morgen richtig schönes Frühstücksbuffet. Ich freue mich jetzt einfach, aber ich bin jetzt einfach nur noch eigentlich nur noch zum Essen hier. Zum Essen und ein bisschen Laufen. Aber ich esse so viel und belohne mich damit im Lauf. Und dann belohne ich mich wieder mit Essen. So, jetzt gibt es quasi keine Ausrede mehr. Ich bin hier, mein Koffer ist hier mit meinen Schuhen und meinen ganzen Sportsachen. Ich werde definitiv diesen Halbmarathon laufen müssen. Guck mal.